Sie sieht aus wie jeder andere, die zwei Zipfel hat, ist doch aber was ganz Besonderes, die Thüringer Bratwurst. Bis aufs Landeswappen hat sie es noch nicht geschafft, aber eine Extrawurst beansprucht sie bereits. Sie soll immaterielles Kulturerbe der UNESCO werden. So wollen es zumindest Freunde des gerösteten Grillgutes, denen es nicht wurscht sein kann, ob bei einer Tradition das Feuer ausgeht. Ein triftiger Grund, um mittendrin in Mühlhausen mal beim Bratwurstmuseum auf eine Roster vorbeizuschauen, wie Marie Landes es getan hat. Sven, alles gut bei euch? Alles gut bei euch? Ja. Stippvisite am Grillstand. Trotz 32 Grad Hitze gehen die Bratwürste weg. Uwe Keit ist zufrieden. Hier am ersten deutschen Bratwurstmuseum am neuen Standort in Mühlhausen geht es wortwörtlich um die Wurst. Außen knusprig, innen saftig muss sie sein. Doch wie Bratwurst am besten gegrillt wird, darüber wird in Thüringen gerne mal gestritten. Also das ist ja auch eine sehr verbreitete Kampfart, längs- oder quergrillen. Also da kann man sich wie über viele Sachen mit oder ohne Senf ein Brötchen längs- oder quer aufgeschnitten. 2006 hat er den Verein Freunde der Thüringer Bratwurst mitgegründet, kurz darauf das Museum. Die Bratwurst ist für den 66-jährigen Betriebswirt zu einer Lebensaufgabe geworden. Das nächste große Ziel, sie soll immaterielles Kulturerbe der UNESCO werden. Weil das schon ein Kulturgut ist, was ja geschützt werden sollte, weil es halt auch irgendwie einmalig ist. Naja, die gehört doch zu Thüringen. Ja. Es muss aber die echte Thüringer sein. Ja, das ist ein bisschen noch angehängt, aber ich wäre schon dafür. Hergestellt wird sie auch hier in der Mühlhausener Fleischerei Bartel. Seit März gehört sie zum Museum. Was ich eine echte Thüringer nennen darf und was nicht, regelt das EU-Verzeichnis für geschützte geografische Angaben. Im Prinzip kommt es ja natürlich auf das Fleisch drauf an. Und dann brauchen wir hier zum Beispiel unsere Schweineschulter. Das ist unser Magerteil, Mageranteil. Und dann haben wir unsere Schweinebacken. Das ist dann unser Fettanteil. Halb und halb wird es zu Bret verarbeitet. Ganz wichtig, die Gewürzmischung. Was natürlich im Mühlhaus nicht fehlen darf, ist der Kümmel. Jede Region hat ihre eigene Gewürzvariante. Gleich muss bei allen sein, eine echte Thüringer ist mindestens 15 cm lang, roh oder gebrüht, im Naturdamm und darf natürlich nur in Thüringen hergestellt werden. Für Jana Wollenhaupt ist Bratwurst vor allem Handwerk. Ein UNESCO-Titel wäre aber schon eine schöne Anerkennung. Die Bratwurst ist schon über die Grenzen hinaus bekannt. Und dadurch, denke ich mal, wird es vielleicht noch mehr bekannt. In Thüringens Landeshauptstadt Erfurt sind die mitregierenden Grünen von den Kulturerbeplänen weniger begeistert. Ja, die Bratwurst sei ein wichtiges Kulturgut in Thüringen, findet Ann-Sophie Bohm. Aber ob es gleich die große UNESCO-Weltbühne sein muss, stellt sie zur Diskussion. Ich glaube, wichtig ist, wenn man über Bratwurst als Kultur spricht, ist, dass man eben auch darüber spricht, dass es beispielsweise immer weniger kleine Metzgereien, Fleischereien gibt, die auch wirklich selber herstellen, weil wir da eben leider ein Sterben haben. Ums Handwerk geht es auch Uwe Keit und seinen Mitstreitern, aber auch um mehr, nämlich um Traditionen. Das Schützenswerte ist unserer Ansicht nach der Umgang der Thüringer mit diesem Thema. Da gibt es Gedichte, da gibt es Lieder, da gibt es Wettbewerbe, die sich um dieses Thema ranken. Und uns ist es halt wichtig, diese Vielfalt zu erhalten. Ins Landesverzeichnis Thüringens hat es die Bratwurst bereits geschafft. Für das deutschlandweite Verzeichnis wollen sie sich im nächsten Jahr bewerben und hoffen, dann schon bald ins Rennen, um das immaterielle Kulturerbe der UNESCO geschickt zu werden. Fehlt noch das Grillwetter, Claudia. Ja, Karin, das wird in den nächsten Tagen nicht so wirklich zum Grillen einladen, denn es regnet viel, es gibt Schauer und Gewitter, wobei der morgige Tag zumindest im